Hallo ihr Lieben, kennt ihr das? Fisch hat einen Haken verschluckt, sei es jetzt ein Friedfisch, eine Forelle, ein Barsch, irgendwer. Ihr habt so einen Hakenlöser und dann muss man ja ganz vorsichtig mit dem Hakenlöser in den Fisch rein und dann den Haken lösen und wieder rausziehen. Das klappt normalerweise so mittel, weil bei mir ist immer das Problem, dass während dieser Zeit die Angelschnur ja straff sein muss, wenn ich die herausziehe. Und wenn ich hier diesen Hakenlöser hier reinstecke, dann ist die Schnur lose und schwabbelt rum und beim Rausziehen auch. Und dann muss ich hier so mit dem Finger irgendwie versuchen, die Schnur, und dann geht das hier vorne wieder raus. Also das ist alles fummelig. Und da gibt's einen super Hack, wie es so schön heißt, ein Lifehack oder ein Fishing-Hack, wie man das Ganze viel einfacher hinbekommt. Ich habe hier einen Haken, so einen Forellenhaken, und den mache ich jetzt, damit ihr es besser sehen könnt, mal nicht in den Fisch hinein, sondern einfach hier außen dran. So, und der Klassiker ist eben, ich nehme hier meinen Hakenlöser, gehe damit in die Schnur hinein, so, und jetzt wackelt das hier schon rum mit der Schnur. Seht ihr, da ist die Schnur, die ist lose, und jetzt müsste ich die hier mit dem kleinen Finger irgendwie straff halten, um dann reinzugehen. Und das ist alles sau, sau schwierig. Und da gibt es einen tollen Trick, der ist ganz einfach. Die meisten Hakenlöser, die haben nämlich zwei Ösen. Vorne eine, hinten eine, meistens in verschiedenen Größen. Und ich würde euch jetzt bitten, einfach die Schnur in beide Ösen einzuhängen. Nicht nur in eine, sondern in beide. Und an die hintere Öse, hinter die hintere Öse, so ein Klemmblei zu machen. Das sind so Bleie, die hat man immer zum Ausloten von der Tiefe. Und die halten ziemlich gut an so einer Schnur. Und jetzt schaut mal, was passiert. Die Schnur, die strafft sich von selbst. So, und jetzt kann ich hier vorne die Schnur einfädeln. Zack, so. Geh damit zum Haken, und hinten das Blei, seht ihr, das geht immer mit und sorgt dafür, dass hier vorne die Schnur, da sieht man es, schön straff ist. Dann gehe ich damit in meinen Haken hinein, löse den Haken und ziehe ihn raus, und während dieses ganzen Vorgangs ist die Schnur wunderbar straff. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil man hat eben nur zwei Hände und braucht quasi eine dritte Hand, die Schnur straff hält, und die dritte Hand, das ist hier eben mein Lotblei, das ich jetzt immer bei meinem Hakenlöser dabei habe. Und wenn der Fisch den Haken so tief geschluckt hat, dass ich eigentlich eine dritte Hand bräuchte, dann nehme ich das Lotblei, beschwere die Schnur damit und kann so prima im Fisch rumbrockeln und den Haken rausholen, ohne dass die Schnur lose wird und ohne dass der Haken vorne runterfällt, wie es gerade schon passiert ist, wie es eben passiert, wenn die Schnur lose ist. Also, das Einzige, was ihr braucht, um eure Fische schonend und schnell und einfach zu lösen, ist so ein Lotblei, so ein Clipser und eben ein Hakenlöser, der zwei Ösen hat, auf jeder Seite eine. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen. Ich freue mich noch mehr über ein Abo für die nächsten Tipps. Und ja, wir sehen uns demnächst auf diesem Kanal. Ciao, euer Philipp.